Hallo, heute gibt es mal wieder einen Vlog. Es ist sehr lange her, dass ich einen Vlog gedreht hatte. Ich habe es mir immer wieder vorgenommen, ich hatte auch Lust. Ich habe mich insbesondere auch sehr gefreut, hin und wieder in den Kommentaren zu lesen, dass ihr euch auch einen Vlog wünscht. Aber irgendwie hat es nicht ganz geklappt. Irgendwie kam ich nicht dazu. Aber jetzt, dieses Wochenende, habe ich es mir vorgenommen. Dieses Mal wird es in dem Vlog auch einen roten Faden geben. So ist zumindest der Plan. Denn ich habe mir für dieses Wochenende ein kleines Leseprojekt vorgenommen. Und zwar habe ich in den vergangenen Wochen zwei ganz, ganz tolle Bücher aus Japan gelesen, die mir so viel Spaß gemacht haben und die mir insbesondere auch so viel geben wollten, dass ich Lust habe, jetzt noch mehr japanische Literatur zu lesen. Und deswegen dachte ich mir, dieses Wochenende würde ich gerne in andere japanische Welten eintauchen, literarisch zumindest. Die zwei Bücher, die mich dazu inspiriert haben, jetzt noch mehr in Japan zu verweilen, sind zum einen Butter von Asako Yuzuki und zum anderen Das Leben eines anderen von Keiichiro Hirano. Über beide Bücher werde ich in diesem Video auch sprechen, beziehungsweise über Butter nur sehr kurz, denn darüber habe ich in meinem letzten Video schon gesprochen, aber über Das Leben eines anderen möchte ich auf jeden Fall in diesem Video auch noch sprechen, denn ich fand es ganz, ganz großartig. Aber dazu dann später mehr. Ich möchte euch erst einmal meine Auswahl für dieses Wochenende zeigen. Ich habe hier drei Romane. Mit denen fangen wir an. Sekunde. Zur Auswahl steht unter anderem Der Dieb von Fuminori Nakamura. Ich will schon seit langer Zeit etwas von diesem Autor lesen. Es wäre also jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Es geht in diesem Buch, glaube ich zumindest, um einen Dieb, dem folgen wir wahrscheinlich bei seinen Machenschaften und dann wird er mit Sicherheit noch irgendwelche Probleme bekommen. Keine Ahnung, ob er erwischt wird, umgebracht wird, selbst jemanden umbringt. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Dann hätten wir hier auch noch Augenblick in Bernstein von Yoko Ogawa. Das wäre dann mein fünftes Buch von Ogawa. Soweit ich weiß, geht es hier um eine Frau, die sich gemeinsam mit ihren Kindern in einem Haus verschanzt, weil sie Schutz sucht. Die Kinder dürfen dieses Haus allerdings nicht verlassen und fangen daraufhin dann an, glaube ich, sich ihre eigene Fantasiewelt zu erschaffen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe die Bücher ja noch nicht gelesen. Und dann habe ich hier auch noch Liebesdurst von Mishima Yukio liegen. Das habe ich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf gut Glück mitgenommen, denn ich hatte das zufälligerweise im offenen Bücherschrank gefunden. Und ich habe natürlich nicht lange gefackelt und es gleich eingepackt. Sehr viel über den Inhalt weiß ich nicht. Hier steht nur, Liebesdurst ist eine Geschichte einer unerfüllten Leidenschaft, die in Destruktion endet. Und Mishima Yukio ist wohl einer der bekanntesten japanischen Autoren. Das sind also die Romane, die zur Auswahl stehen, aber das war auch noch nicht alles. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen in der Buchhandlung noch eine Graphic Novel aus Japan bestellt, auf die ich auch unglaublich gespannt bin. Also da bin ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an diesem Wochenende diese Graphic Novel auch lesen werde. Ach so, und als ich dort war, konnte ich nicht widerstehen. Ich habe noch eine andere Graphic Novel entdeckt, die dann auch noch reduziert war. Und ich konnte sie dort einfach nicht liegen lassen. Also habe ich eigentlich statt nur einem Buch zwei Bücher gekauft. Aber ich bereue nichts. Kann ich euch ja auch gleich zeigen. Also der spontane Kauf war Das Leben und Werk von Dostojewski, über das Leben von Dostojewski. Ich konnte es echt einfach nicht dort einfach liegen lassen. Das ging gar nicht. Und das japanische Buch, die japanische Graphic Novel, ist Unruhige Geister und Stille Gefährten von Jiro Taniguchi. Und das für mich ganz Besondere, weil es das erste Mal ist, dass ich ein Buch in dieser Aufmachung habe, ist, wie in Japan muss man es von der für uns falschen Seite aufblättern. Also in Japan ist es die richtige Seite. Für uns ist es falsch, ihr wisst, was ich meine, ne? Also normalerweise würden wir es so öffnen, aber jetzt müssen wir es so öffnen. Ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme, ob ich nicht, wenn ich irgendwie lese, dann doch aus Versehen für uns übliche Richtung blättere. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall finde ich das gerade richtig, richtig, richtig toll. Ach Gott, die kleinen Freuden im Leben. So, die Frage ist, mit welchem Buch fange ich jetzt an? Die Verlockung, mit der Graphic Novel zu starten, ist riesig, aber nee. Ich glaube, ich fange an mit Der Dieb. Einfach nur, weil ich wirklich schon seit einer gefühlten Ewigkeit etwas von diesem Autor lesen möchte. Und es fühlt sich gerade richtig an, also fangen wir damit an.
bin noch nicht weit. Ich fange jetzt erst mit dem zweiten Kapitel an, aber das erste Kapitel hat mir schon sehr gut gefallen. Es ist ein schöner Start. Wir erfahren grob, wie der Dieb vorgeht und auch, was er dabei empfindet. Sprachlich finde ich das bis jetzt auch sehr, sehr schön. Ich habe mich jetzt eigentlich nur zwischengemeldet, weil mir aufgefallen ist, dass auf der ersten Seite des zweiten Kapitels, ebenso wie auf der ersten Seite des ersten Kapitels, ein Turm erwähnt wird. Ich weiß noch nicht genau, was es mit diesem Turm auf sich hat. Ich weiß auch nicht, ob er später irgendeine wichtige Rolle oder Bedeutung haben wird. Aber für den Ich-Erzähler scheint dieser Turm nicht ganz uninteressant zu sein, aus welchen Gründen auch immer. Kennt ihr das? Man stellt während des Lesens irgendeine Kleinigkeit fest und fragt sich dann, ob das später noch irgendwie wichtig sein kann und fängt dann schon mal an zu markieren. Ich bin gespannt, ob ich jetzt völlig auf dem Holzweg bin und dieser Turm einfach nur ein Turm ist und nichts weiter, oder ob es später doch noch irgendwie eine symbolische Bedeutung vielleicht bekommt oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich mag sowas ja total gerne. Wenn ich jetzt völlig falsch liege, ist es natürlich blöd, aber Spaß macht es trotzdem. Ein Anruf, eine spontane Idee, eine kleine Planänderung. Wir haben mittlerweile Samstag, tatsächlich sogar schon Nachmittag. Ich habe heute bisher zumindest nur die üblichen unspektakulären Dinge erledigt, die ebenso anliegen, die man zu tun hat. Deswegen bin ich heute noch nicht zum Lesen gekommen, aber dafür habe ich gestern noch einiges geschafft. Unterbrochen wurde ich gestern nur von einem spontanen Spaziergang, der schön und lang war. Also insofern wurde ich sehr gerne unterbrochen, zumal das Wetter auch sehr angenehm war. Also es war eine wirklich sehr schöne Idee. Und insgesamt bin ich ungefähr bis zur Hälfte des Buches Der Dieb von Nakamura gekommen. Ich muss sagen, bisher gefällt es mir wirklich sehr gut, obwohl ich natürlich meine abschließenden Gedanken erst mitteilen kann, sobald ich das Buch beendet habe, kann ich an dieser Stelle schon sagen, dass das Buch anders ist, als ich erwartet hatte. Nicht schlechter als erwartet, nur insbesondere inhaltlich hatte ich keine Ahnung, dass es bisher zumindest in diese Richtung geht, aber es gefällt mir. Ich wollte, bevor ich mich gleich hierhin fläze und weiterlese, noch die Gelegenheit nutzen, um über das Leben eines anderen von Keijiro Hirano zu sprechen. Ich hatte gestern ja schon gesagt, dass ich dieses Buch großartig finde. Es geht hier darum, dass Kido, ein Scheidungsanwalt, von einer Frau namens Ri kontaktiert wird. Ri hat ein sehr ungewöhnliches Anliegen. Ihr Ehemann Daisuke ist erst kürzlich verstorben und Ri glaubt nun kurz nach seinem Tod, dass ihr Mann gar nicht der war, der er immer vorgab zu sein. Also sie hat den Verdacht, dass ihr Mann sie angelogen hat in Bezug auf seinen Namen, seine Herkunft, seine Vergangenheit, im Grunde in Bezug auf alles. Und sie bittet Kido nun herauszufinden, ob das tatsächlich stimmt. Ich spoilere nicht, keine Sorge, sie hat recht. Ihr Mann hatte sich eine falsche Identität angeeignet. Die große Frage ist also, wer dieser Mann wirklich war und warum er die Identität eines anderen Mannes angenommen hat und wo dieser Mann, der echte Daisuke, heute steckt. Es gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Scheidungsanwalts, aber Kido nimmt diesen Auftrag an. Er selbst nämlich ist sehr fasziniert und auch interessiert an diesem Fall und nicht zuletzt deswegen, weil er insgeheim, ohne es anfangs wirklich zu wissen, selbst noch einige ungeklärte Fragen in Bezug auf seine eigene Identität hat und irgendwie gerade auch feststeckt in seinem Leben.
Die Suche nach der Wahrheit über diesen verstorbenen Mann X und dem echten Daisuke hält auf jeden Fall einige Überraschungen bereit und das Ganze ist auch ziemlich vertrackt, aber wirklich hochinteressant. In diesem Roman steckt wirklich unglaublich viel. Es geht hier natürlich hauptsächlich um Identität. Das ist das zentrale Thema und von dort zweigen dann verschiedene Bereiche ab, sozusagen. Also dabei geht es beispielsweise um die Betrachtung des Selbst oder auch um die Erschaffung des Selbst. Es geht aber auch um die Gründe, mit dem Selbst zu hadern oder sogar seine Identität eben abzulegen und sich eine neue anzueignen. Und nicht zuletzt geht es auch um die Folgen all dieser Möglichkeiten, die Folgen auf das eigene Leben, aber auch auf das Leben der Menschen, die einem nahestehen. Nicht nur, aber ganz besonders gut zu beobachten ist es natürlich bei Ri. Aber sehr viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, denn es ist wirklich sehr, sehr spannend. Es steckt aber auch noch sehr viel mehr in diesem Roman. Es geht hier beispielsweise um ganz viele verschiedene Ängste und deren Ursprung. Es geht aber auch um Familiendynamiken und Familienprobleme. Es geht auch um Herkunft, um Gesellschaftsschichten und insbesondere geht es hier auch um Rassismus. Kido nämlich ist zwar japanischer Staatsbürger und auch verheiratet mit einer Japanerin, hat aber einen koreanischen Ursprung. In seinem Fall also spielt auch dieser Aspekt der Identität eine Rolle und dieser Aspekt kommt hier auch tatsächlich nicht zu kurz, fand ich auch sehr interessant. Was mich unter anderem besonders fasziniert hat an diesem Roman ist, wie der Autor hier das Thema und all die Unterthemen behandelt. Psychologisch ist es so nuanciert und gleichzeitig auch so tiefgründig. Der Autor zeichnet die Gefühlsregungen und die Innenleben der Figuren mit einem besonderen und wirklich beeindruckenden psychologischen Scharfsinn. Es wirkte alles absolut echt auf mich. Und dadurch behandelt er hier die Identitätsfragen auch mit einer packenden und auch aufschlussreichen Komplexität. Es gab in diesem Buch einfach wirklich super viel für mich zu entdecken und zu betrachten und zu beobachten. Ich war wirklich hin und weg. Ich könnte noch Stunden über das Buch sprechen. Ja. Unterm Strich also ein wirklich großartiges, wirklich beeindruckendes Buch, das nachdenklich macht, das viele Denkanstöße gibt, das super, super interessant ist und gleichzeitig auch wirklich so packend, so fesselnd, so vielschichtig und mich zumindest unglaublich in den Bann gezogen hat. Also ich kann jetzt schon, normalerweise halte ich mich wirklich zurück, aber ich kann jetzt schon sagen, das ist für mich ein Jahresfavorit. Das ist ganz klar. Also das zu diesem Buch. Und jetzt ist die Frage, wie viel Zeit ich noch zum Lesen habe, beziehungsweise wie viel Uhr wir haben. Sehr viel Zeit habe ich nicht mehr, denn bald treffe ich mich mit einer Freundin. Ich glaube, das lohnt nicht, jetzt schon anzufangen. Let's go! Es ist mittlerweile schon ziemlich spät. Wir haben es jetzt 9 Uhr fast. Ich war sehr viel länger mit meiner Freundin unterwegs, als wir geplant oder gedacht hatten. Die Stadt war so ungewöhnlich voll, dass wir ziemlich lange Zeit auf der Suche nach einem ruhigeren Plätzchen waren. Eigentlich wollten wir in eine japanische Patisserie, aber auch dort waren uns zu viele Menschen und wir sind weitergezogen. Aber dafür gab es dann als Entschädigung ein super leckeres japanisches Abendessen. Also keine Beschwerde, es war ein wirklich trotz allem sehr, sehr schöner Tag. Und nun, wie gesagt, ist es auch schon wirklich ziemlich spät und ich habe heute nichts mehr vor, außer es mir zu Hause gemütlich zu machen und in der Deep weiterzulesen. Allerdings werde ich das, glaube ich, gar nicht hier tun, sondern ich mache es mir lieber im Arbeitszimmer bequem und lese dort weiter. Ja.
Es ist Sonntagmittag. Ich habe heute Morgen im Bett das letzte Kapitel in der Deep gelesen und ich finde das Buch wirklich richtig gut. Über den Inhalt möchte ich gar nicht allzu viel verraten, denn ich glaube, je weniger man weiß, umso besser wirkt es. Mir zumindest ging es so. Es geht hier auf jeden Fall um den Ich-Erzähler Nishimura. Er ist ein Taschendieb, er klaut aber nur Portemonnaies. Und zwar ausschließlich von Reichen und er behält auch nur das Bargeld. Diebstahl ist für ihn weit mehr als nur ein Mittel, um an Geld zu kommen. Er lebt in jedem Fall sehr zurückgezogen, bescheiden. Er führt ein recht ruhiges Leben, bis dann eines Tages seine Vergangenheit ihn plötzlich einholt und ihn in eine kritische, gefährliche und scheinbar ausweglose Situation bringt. Und sehr viel mehr möchte ich tatsächlich über den Inhalt gar nicht verraten. Es ist kein richtiger Krimi. Es ist auch keine reine Spannungslektüre und auch keine reine Unterhaltungslektüre. Es ist ein Roman, der mit der Zeit offenbart, was noch so alles in ihm steckt. Es gibt hier auf jeden Fall einige Wendungen, die auch für sehr schöne Überraschungen sorgen und insbesondere auch für wirklich interessante Entwicklungen. Das gefiel mir wirklich sehr, sehr gut. Was ich auch sehr schön fand, ist, zum einen fand ich das Ganze sehr fesselnd. Die Geschichte nimmt auf jeden Fall an Spannung zu. Insbesondere in der zweiten Hälfte gibt es hier einige wirklich sehr spannende Momente. Zum anderen ist es zugleich auch eine sehr, ja eigentlich melancholische Geschichte. Denn neben diesen sehr spannenden Entwicklungen und Ereignissen gibt es in seinem Leben auch noch andere unerwünschte Entwicklungen. Diese sind weniger aufregend, aber oft doch ziemlich bewegend. Traurig, aber nicht hoffnungslos. Und diese aufregenden und ruhigeren Szenen in seinem Leben wechseln sich in der Geschichte auch immer wieder ab, was mir sehr, sehr gut gefiel, denn dadurch finde ich, hat die Geschichte eine sehr gute Balance gefunden zwischen Plot, Spannung und Innenwelt und Tiefe. Fand ich sehr ausgewogen, gefiel mir sehr gut und zum anderen hatte ich dadurch auch den Eindruck, dem Ich-Erzähler sehr viel näher zu kommen. Was mir. Ups. Oh nee, nicht jetzt. Ich rufe dich gleich an. Was mir auch sehr gut, jetzt bin ich aus dem Konzept, was wollte ich sagen? Unterm Strich finde ich, es ist ein wirklich sehr stimmungsvoller, packender und einfach wirklich guter Roman, der mich tatsächlich auch sehr überrascht hat. Also das Buch ging in eine ganz andere Richtung, als ich erwartet hatte, aber in eine viel bessere Richtung. Also ich bin wirklich positiv überrascht und kann dieses Buch auf jeden Fall empfehlen, wenn man eine Geschichte über einen Taschendieb lesen möchte. Eine Geschichte, die darüber hinaus aber eben auch noch einiges mehr bietet. Und nun stehe ich vor der wunderbaren Entscheidung, mit welchem Buch es weitergeht. Und ich habe eigentlich auch schon einen Favoriten. Ich mache mit der Graphic Novel weiter. Ja, darauf habe ich jetzt am meisten Lust. Und damit fange ich nicht sofort, aber gleich an. Gleich. Denn dieses Wochenende wollte ich auch unbedingt noch mein Gemüse und einige Zimmerpflanzen umtopfen. Ich melde mich zurück. Ich habe mittlerweile die Graphic Novel Unruhige Geister und Stille Gefährten beendet. Es ist eine Graphic Novel mit Kurzgeschichten. Es ist auch das erste Buch, das ich von Jiro Taniguchi gelesen habe. Es handelt sich hierbei aber auch um ein Buch, das erst nach seinem Tod herausgegeben wurde. Und entsprechend
wurden hier noch ganz viele schöne Extras zwischen den Kurzgeschichten beigefügt, wie beispielsweise ein Essay, das er geschrieben hat, oder auch Skizzen aus seinem Notizbuch und auch noch andere Infos über ihn und seine Arbeitsweise, was ich sehr, sehr schön fand. Außerdem beinhaltet dieses Buch auch eine noch nicht ganz vollendete Geschichte. Insgesamt gibt es hier vier Kurzgeschichten und alle vier Geschichten haben eine besondere Atmosphäre, wie ich finde. Vor allen Dingen, weil, wie der Titel es ja schon verrät, unruhige Geister darin eine Rolle spielen. Dabei handelt es sich aber nicht um gute oder schlechte Geister, sondern sie sind vielmehr mysteriös, geheimnisvoll und als solche natürlich auch auf ihre Art unheimlich. Es geht in einer Geschichte beispielsweise um einen etwas älteren Europäer, der sich nun in Japan niedergelassen hat. Er hat Visionen von unvollendeten alten japanischen Geschichten. In einer anderen Geschichte muss ein Kind dem Schutzgott eines Berges helfen, über den schon seit Generationen schlimme Geschichten erzählt werden. Er tut es um seine Mutter, aber auch um den magischen Berg zu retten. Und dann wiederum in einer anderen Geschichte begegnet ein Mann bei einem einsamen Spaziergang einer Frau. Obwohl er nichts Gutes ahnt und ihr nicht folgen will, tut er es dann doch. Ihre Anziehung ist zu stark. Mir gefielen die Geschichten sehr gut. Wie gesagt, ich fand sie stimmungsvoll, magisch, geisterhaft, aber in genau dem richtigen Maße und auf eine Art und Weise, wie sie mir persönlich zumindest zusagen. Aber es ist natürlich wie immer Geschmackssache. Nicht jeder mag Kurzgeschichten und nicht jeder mag Kurzgeschichten als Graphic Novel, zumal in ihnen ja meist auch einiges unausgesprochen oder unerwähnt bleibt. Wobei ich finde, dass in diesen Geschichten nicht zu vieles offen oder unklar gelassen wird. Die Bilder fand ich sehr, sehr schön. Klare Linien, sehr detailreiche Zeichnungen, und zwar sowohl die Figuren als auch die Landschaften. Das gefiel mir ausgesprochen gut. Sehr spannend fand ich übrigens auch, dass man zwischen den Geschichten auch einige Unterschiede im Stil erkennen kann. Das geht aber auch in den Texten über ihn hervor, also dass er gerne experimentiert hat. Fand ich schön zu sehen auch. Ja, also mein erster Eindruck war auf jeden Fall schon so schön, dass ich sehr, sehr gerne mehr von Taniguchi lesen und betrachten möchte. Und ja, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man so etwas mag. Also Kurzgeschichten über geisterhafte Erscheinungen als Graphic Novel. Ich denke allerdings auch, wenn man sich zum ersten Mal an eine Graphic Novel heranwagen möchte, ist das hier wahrscheinlich nicht unbedingt das Buch, zu dem ich raten würde. Also es ist nicht das optimale Einsteigerbuch, finde ich. Ja. Ich bin im Moment etwas unschlüssig, was ich als nächstes machen soll. Soll ich vielleicht noch mal kurz rausgehen oder mache ich es mir lieber zu Hause gemütlich und fange das nächste Buch an? Ich bin unentschlossen, aber ich kann ja zumindest schon mal entscheiden, mit welchem Buch ich weitermache, entweder jetzt oder später. Entweder Yoko Ogawa, Augenblicke in Bernstein oder Liebesdurst. Ich glaube, mir ist momentan mehr nach Augenblicke in Bernstein. Ja. Damit mache ich jetzt weiter und du, Liebesdurst, kommst auch bald an die Reihe. Eine Entscheidung ist getroffen, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt noch mal kurz raus soll oder ob ich lieber zu Hause bleibe. Ein Kumpel von mir ist, glaube ich, hier in der Nähe gerade unterwegs. Mit dem könnte ich vielleicht noch ein kleines bisschen Zeit verbringen. Oder aber auch nicht. Ganz vergessen. Thank you.
Das Wochenende ist zwar mittlerweile vorbei, aber ich wollte in diesem Video gerne noch abschließend über Augenblicke in Bernstein von Yoko Ogawa sprechen. Das Buch habe ich mittlerweile beendet. Ich muss aber auch sagen, dass ich es nicht so stark finde wie die anderen Bücher, über die ich in diesem Video gesprochen habe. Auf jeden Fall geht es hier um eine Frau, die, nachdem ihr jüngstes Kind gestorben ist, mit ihren anderen drei Kindern in einen Kurort zieht, und zwar in ein altes, verfallenes Anwesen. Dieser Umzug soll also eine Art Neuanfang für die Familie sein, allerdings auch mit völlig neuen Regeln. Die Kinder bekommen neue Namen. Sie dürfen das Anwesen nie verlassen. Das ist eigentlich so die wichtigste Regel. Und sie müssen sich immer sehr ruhig verhalten. In die Schule gehen sie nicht mehr. Ihnen stehen aber zahllose Enzyklopädien zur Verfügung, die sich bereits im Haus befinden. Dort können sie sich Wissen aneignen. Anders ausgedrückt, niemand soll wissen, dass diese Kinder existieren. Als dann eines Tages plötzlich ein fremder Mann den Garten betritt, während die Mutter arbeiten ist, ändert sich die Welt der Kinder. Die drei Geschwister erleben hier wirklich nicht viel, aber sie füllen ihre Tage, so gut es eben gelingt. Also mit Hilfe von ein wenig Fantasie, mit Geschichten, Musik, Tanz, Zeichnen und den Enzyklopädien. Wir tauchen also ein in eine sehr ruhige, auch recht unspektakuläre Welt, die aber auf ihre Art dennoch atmosphärisch ist. Diese besondere Stimmung entsteht unter anderem durch magisch-fantasievolle Elemente, die in dieser Geschichte stecken. Also beispielsweise wird das linke Auge von einem Kind langsam zu einem Bernstein. Dieses Auge ist zwar nicht blind, aber in ihm zeigen sich dem Kind dann andere Dinge. Nur als Beispiel. Einige dieser magisch-fantasievollen Elemente, muss ich sagen, fand ich nicht immer sehr leicht zu entschlüsseln. Und so blieb einiges für mich auch bis zum Ende sehr geheimnisvoll. Aber Geheimnisse spielen in dieser Geschichte ohnehin eine große Rolle. Ausgesprochene, aber auch unausgesprochene Geheimnisse. Was diese Geschichte aber wirklich trägt, wie ich finde, ist, dass dieses eigentlich wirklich unaufgeregte Leben und Treiben der Kinder zunehmend beunruhigend wirkt, weil während des Lesens einige Fragen aufkommen. Manchmal zweifelt man, ob das, was hier drin steht, wirklich so ist oder ob es nicht einfach nur so scheint. Also ob es sich dabei um die Realität handelt oder nicht vielleicht doch um die Vorstellungskraft der Kinder oder sogar noch um etwas anderes, worauf ich an dieser Stelle gar nicht näher eingehen mag. Die wichtigsten Fragen der Geschichte auf jeden Fall beantwortet Yoko Ogawa gegen Ende. Manch anderes hingegen lässt sie dann doch im Dunkeln. Das sollte man auf jeden Fall mögen. Es war ein interessantes Leseerlebnis für mich. Ich habe es wirklich gerne gelesen, obwohl es sehr langsam voranschreitet. Aber es ist trotzdem auch ein Buch, das mich nie ganz fesseln konnte. Aber es hatte etwas. Es ist, finde ich, eine spezielle, eigentümliche Geschichte. Vordergründig eine schöne Geschichte, in der aber permanent etwas Melancholisches und unheimlich Beunruhigendes mitschwingt. Es sind eben diese Geheimnisse, die den Reiz der Geschichte ausmachen. Die Geschichte in der Geschichte, die wir auch nur ansatzweise erzählt bekommen. Und das hat meine Neugier aufrechterhalten. Trotzdem aber hat mir unterm Strich irgendetwas gefehlt, obwohl ich gar nicht ganz genau benennen könnte, was es ist. Erst recht nicht ohne zu spoilern. Also insofern, ich fand das Buch wirklich nicht schlecht, aber so richtig überzeugt bin ich letztlich auch nicht. Ich würde sagen, wenn man handlungsarme Geschichten mag, in denen das Fantasievolle und das Unausgesprochene mehr im Vordergrund stehen als die Figuren und ihre Entwicklungen, dann kann es das richtige Buch sein für ruhige, vielleicht auch verregnete Abende. Und damit komme ich zum Ende des Vlogs. Ich hoffe sehr, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall riesig gespannt, ob ihr einige dieser Bücher gelesen habt oder ob euch vielleicht das ein oder andere Buch nun interessiert. Schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ehrlich gesagt bin ich nach wie vor auch etwas unsicher, was die Inhalte der Vlogs angeht. Deswegen würde ich mich über Feedback wirklich auch riesig freuen. Schreibt mir gerne, was euch gefällt oder wenn ihr Anregungen habt für die nächsten Vlogs. Teilt auch diese super gerne mit. Ich finde das sehr, sehr hilfreich. Und ja, jetzt komme ich wirklich zum Ende. Ich wünsche euch eine wunderbare Lesezeit und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin,
Macht's gut und passt auf euch auf. Ciao!